Hallo ihr Lieben, hier kommt euer Liebesorakel für alle, die schon in einer Partnerschaft stecken für den Monat Januar. Leider ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Solltest du noch Single sein, dann guck dir das Special-Video an für alle Singles unter euch. Viel Freude! So, als allererstes suchst du dir eine dieser beiden Beratungsstrukturen, Kartenstrukturen aus. Für dein Orakel, für die Liebe, für alle Gebundenen. So, entweder wählst du die Orgonit-Pyramide aus Türkis für deine Beratungsstruktur oder die Orgonit-Kugel aus schwarzem Turmalin. Welche spricht dich am ehesten an? Entscheide dich jetzt. Beginnen werde ich mit dieser Prognose. Für den Monat Januar. Wir schauen einfach mal, was haben wir hier für Karten liegen. Oh, was haben wir denn hier? Im Moment scheinst du da so eine kleine Hoffnungslosigkeit zu haben. Irgendwas macht dir Sorgen, du hast das Gefühl, dass die Dinge sich nicht so gut entwickeln. Hoffnungslosigkeit ist einfach ein ekliges Gefühl und es scheint einfach bei dir im Moment so dein Thema zu sein. Und ich sag dir was, das ist überhaupt gar nicht nötig. Denn wenn du dir mal hier anschaust, ja, hier geht es um das Thema Entscheidung, ja, rechte Tür, linke Tür, welchen Weg gehe ich, dann sage ich dir, nimm doch die helle Türe. Nimm doch einfach eine positive Lebenseinstellung, eine positive Sicht auf die Dinge. Guck doch mal hin, vielleicht ist es eigentlich gar nicht so schwierig, wie du glaubst. Ich vermute, dass du im Moment die dunklen Sorgen, die dunklen Wolken stärker wahrnimmst als die Sonnenstrahlen, die zwischendurch eben auch durchscheinen. Denn ich sehe hier, kommt die Einladung zu dir ins Haus. Und das heißt natürlich ganz klar und deutlich, dass schöne Zeiten auf dich warten. Ja? Wenn es auch gerade Kummer gibt in deiner Partnerschaft, versuche du selber mit einer positiven Sicht auf deine Partnerschaft zu schauen. Sowas wirkt immer ansteckend, ja, sowas wirkt immer inspirierend, unsere Ausstrahlung wächst, wir werden einfach anziehender, es ist eine positivere Energie, dann in der gemeinsamen Stimmung und dann wirst du sehen, kommt der Blumenstrauß, die Einladung, da steht noch Love You drauf, ja, also das heißt, da wirst du ganz klar auch ein wunderschönes Geschenk von Herzen bekommen. Ob es die klassische Einladung ist oder eine Entschuldigung oder eine Versöhnung generell, ein positives Signal von deinem Partner, von deiner Partnerin für eine schöne Weiterentwicklung. Aber denke bitte daran, ich sage das nicht umsonst, ja, so ein Trauerkloß, ja, jemand, der wirklich nur mit negativer, hoffnungsloser Energie durchs Leben rennt, der hat natürlich eben einfach auch eine komische Ausstrahlung und das inspiriert jemand anderes natürlich auch nicht, sich da positiv zu verhalten. Also triff als allererstes selber die Entscheidung, wieder positiv und optimistisch auf die Partnerschaft zu schauen. Dann wird dein Partner oder deine Partnerin sich eben auch positiv dir gegenüber zeigen und verhalten. So, dann schauen wir uns noch deine Schicksalskarte an, was die dir zu dem Thema zu sagen hat. Ah, guck mal an, hier, der Hohepriester, das ist natürlich eine wunderschöne Karte, eine von drei Schutzkarten. Und er sagt auch, hey, habt doch mal einfach Vertrauen, ja, das Ganze, entweder seid ihr schon verheiratet, dann hat die Ehe auch Bestand, oder aber du möchtest den oder die Partnerin heiraten, mit der du zurzeit zusammen bist, auch das ist möglich, also Ehe oder eheähnliche Partnerschaft. Es geht um Fairness, es geht um Verbindlichkeit, es geht um tiefes Vertrauen, sogar um eine positive seelische Komponente. Also diese Seelenpartnerschaft, in der du steckst, nimmt auf jeden Fall auch weiterhin einen guten Verlauf und auch weiterhin ein gutes Ende. Also mach dir da nicht so viele Sorgen. Such die Sonnenstrahlen in deinem Leben. Die sind mit Sicherheit auch vorhanden. So, kommen wir nun auf diese Botschaft. Wenn du diese gewählt hast, dann habe ich Folgendes für dich zu sagen. Gucken wir erstmal, was wir hier an Karten haben. So, da haben wir natürlich eine große Verliebtheit von deiner Seite, aber du hast ganz schön Kopfschmerzen, ne? Kopfzerbrechen. Warum? Weil das Ganze irgendwie so undurchsichtig ist. Irgendwie hast du das Gefühl, da gibt es im Moment Geheimnisse, vielleicht kleine Lügen oder irgendwie findest du nicht so richtig die Klarheit. So, was fangen wir jetzt mit dieser Aussage an? Als allererstes ist das, was positiv drin ist, ja die Verliebtheit. Und die ist ja ohne Zweifel einfach da und das ist eine Verliebtheit, ist auch ein gutes Gefühl und es spricht ja auch nichts dagegen, dass du verliebt bist und dieses Gefühl auch positiv lebst und auslebst.
das, was so unangenehm ist, dass du dir so krasse Sorgen machst, so ein tierisches Kopfzerbrechen machst, wegen dieser Undurchsichtigkeit. Es wird hier nicht gesagt, dass du belogen wirst, dass du betrogen wirst, sondern eben einfach, dass gewisse Dinge nicht so klar sind für dich. Und wie in jeder Partnerschaft, in jeder Beziehung, kleine Geheimnisse gehören einfach dazu. Vielleicht will dein Partner, deine Partnerin im Moment nicht so viel reden, dir nicht so viel zumuten von den eigenen Themen. Vielleicht braucht dein Partner im Moment einfach ein bisschen Rückzug. Mach dir nicht so viele Sorgen. Ich glaube, dass deine Verlustängste, dass deine Ängste bezüglich dieser Undurchsichtigkeit einfach viel zu groß sind. Denn die Verliebtheit ist ja die Thematik, die hier ganz klar am Ende siegen wird. Aber ich gehe davon aus, dass deine persönliche Struktur, also so wie du aufgestellt bist bezüglich deiner Ängste und so weiter, dass du dir viel zu viel Gedanken darum machst, was denkt er, was will er, was braucht er, wie sieht er mich. Und ich würde dir einfach empfehlen, dreh das Ganze doch mal um. Was denkst du, was brauchst du, wie siehst du dich, wie kannst du beitragen, dass die Zeit, die ihr miteinander verbringt, positiv ist, ja, kannst du dich melden, kannst du was Schönes planen, mit fröhlicher Energie aufwarten und nicht so sehr dich in Ängste verkriechen. Denn dann wirst du sehen, dann wirst du dein eigenes Blatt auch ganz schnell wieder in eine positive Energie drehen. Ich gucke mir jetzt nochmal die Schicksalskarte an, da kriegen wir bestimmt noch eine ganze Menge mehr Aufschluss. Eieiei, und das ist ja sowas von passend. Guck mal an, hier der Teufel oder die Teufelin. Eigentlich ganz schön sexy, die Lady, aber die hat es in sich, denn die wartet auf mit Eifersucht, ja, mit Kontrollsucht, mit Abhängigkeitsthemen. Ja. Wenn es in deiner Beziehung um Suchtthemen wie Alkohol und Drogen geht, dann solltet ihr das Thema auf jeden Fall angehen. Denn die Kombination der Undurchsichtigkeit und dem Teufel kann ein Hinweis darauf sein, dass zu viel von Rausch- und Genussmitteln eingenommen werden. Das solltet ihr dann auf jeden Fall verändern. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, sollte am Thema Eifersucht, Kontrollsucht, Verlustangst, Panik etc. gearbeitet werden, denn die psychische Struktur ist eigentlich das, was die Partnerschaft stört. Die Partnerschaft an sich hätte gute Chancen, aber die Einstellung zur Partnerschaft, die Ängste, Eifersucht etc., das sind die Themen, die ganz klar der Partnerschaft und dem weiteren guten Gelingen ein bisschen im Wege stehen. Ich finde das ganz spannend, dass diese Karte sich zur schwarzen Turmalinkugel gelegt haben, denn die schwarze Turmalinkugel ist ganz klar in der Lage, solche Energien, auch die seelischen Energien, aufzulösen. Ja? Also wenn du magst, brauchst du dir eigentlich nur in deinen Räumen aufstellen, die Orgonitkugel aus Turmalin, der stärkste Schutzstein, den wir überhaupt kennen, das in Kombination mit Orgonit ist natürlich der absolute Oberkracher als Schutzkugel auch, ja, und für Seele, Psyche und andere lästige, unangenehme Angewohnheiten. Gibt es übrigens auch noch als Kettenanhänger, findest du in meinem Shop unter linda-giese.de. Wenn dieses hier deine Botschaft gewesen ist, dann kannst du mit der türkisfarbenen Pyramide auch sehr schön arbeiten. Denn wenn ich mir das hier anschaue, hier geht es ja darum, dich eben auch zu entscheiden, eine positive Sicht auf die Dinge zu nehmen. Und das passt sehr schön zum Thema Halschakra. Das ist nämlich die Halschakra-Pyramide. Und das Halschakra hat nicht nur mit Reden und mit Kommunikation zu tun, sondern hat auch damit zu tun, wer bin ich eigentlich wirklich? Und habe ich den Mut, mich so zu zeigen, mich so zu leben, wie ich eigentlich wirklich bin? Und hier ging es ja um das Thema Entscheiden und Vertrauen und dem Leben auch mal Vertrauen und die eigene positive Energie aktiv einzubringen. Und die passt natürlich ganz wunderbar, diese Thematik zur türkisfarbenen Pyramide. Aber generell habe ich viele schöne Sachen in meinem Shop. Schau dich doch einfach mal um. Viele tolle Sachen, die dich unterstützen können. So, wer Interesse hat an diesen wunderschönen Karten, der darf einfach mal im Text nachschauen. Ich werde dir auf jeden Fall die Links hineinsetzen. Diese wunderschönen Emotion Cards, die sind von der Nadine Breitenstein, die hat sie mir zur Verfügung gestellt für meine Orakel. Die finde ich ganz wunderbar. Da kann man ganz toll auch als Laie deuten, finde ich. Also wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, gönn dir ruhig diese Karten. Schau da mal rein. Die Schicksalskarten gibt es zurzeit nicht zu erwerben. Die sind total vergriffen. Da muss ich mich unbedingt drum kümmern. Das sind meine eigenen Karten. Trotzdem kannst du sie nutzen und zwar kostenlos. Auf meiner Homepage kannst du dir zu all deinen Fragen oder aber morgendlich als Tageskarte gerne auch immer kostenfrei deine Karte oder Karten ziehen. Bedeutung steht natürlich auch immer dabei
und wo das Ganze unter linda-giese.de. So, wenn dir das gefallen hat, dieses Orakel, dann freue ich mich über ein Like, natürlich auch über einen Kommentar, auch über das Teilen freue ich mich natürlich sehr. Und ich sage bis zum nächsten Monat, wenn wir wieder vorbeischauen mit dem Liebesorakel für Paare und gebundene Menschen. Tschüss, eure Linda Giese.